Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir in ein sehr, sehr teures Schätzelein, was von außen immer sehr hübsch aussieht. Und zwar ist das die Beauty Chest von der wundervollen Charlotte Tilbury. Das ist die Charlotte's Beauty Treasure Chest of Love, quasi ihr 12-Tage-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Ding kostet einfach mal dieses Jahr 215 Euro, das ist echt schon eine Stange Geld, ne? Also wenn man das nicht irgendwie mit Code oder so bekommt, dann ist es ganz schön krass. Es sieht wunderschön aus. Nicht nur ich habe das bestellt, sondern auch die liebe Nicole vom Kanal Chiquitas Play. Schaut gerne mal für eine zweite Meinung bei ihr vorbei. Und ja, das ist krass, ne? Also wir erhoffen uns hier in diesen wunderschönen Geschichten immer Originalgrößen. Ja, man kann online sehen, was drin ist, was ich bei dem Preis auch wirklich gerechtfertigt finde. Und es soll insgesamt einen Warenwert von 296 Euro beinhalten. Ne? Das heißt, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist nicht so mega. Wenn du nicht alles hieraus toll findest, dann sollte man sich das Ding nicht kaufen. Dann hast du halt einfach irgendwie so eine Herzdose mit Schubladen dran. Ist schon ganz süß, ne? Hier oben kann man das abnehmen. Ach so, ja, das kann man nachher halt als Schmuckkästchen verwenden. Im Prinzip ist es Charlottes Schmuckkästchen. May all your beauty dreams come true, steht hier auch drin. Ich persönlich bin immer der Auffassung, wenn man doch hier oben schon mal so eine große Geschichte hat, warum macht man nicht bei dem Preis hier oben eine Lidschattenpalette rein, oder? Vorher gucken wir uns noch an, wie wunderschön hier diese Designelemente aussehen. Ne? Ich habe bislang die letzten Beauty-Chests, die ich hatte, weiter verschenkt an eine Freundin, die halt Töchter hat und die haben die halt bei sich so auf dem Schreibtisch stehen und feiern die natürlich total. Ah, okay, dieses Jahr hat Charlotte Tilbury das hier ein bisschen anders gelöst. Wir haben hier quasi auch so eine Befestigungsgeschichte für die einzelnen Produkte drin. Problematisch dabei ist halt einfach, dass es eh nicht da drin bleibt und eh durch die Gegend fliegt. Aber hey, als erstes habe ich einen leider kleinen Lippenstift hier drin. Das ist die Farbe Hollywood Wixen. Hier der Amorelli Adventskalender, Leute, ne? Genau, das ist dann mit 1,5 Gramm auch tatsächlich nur eine, ja, Travel Size, ne? Wir können ja auch die Minis bei ihr auf der Homepage kaufen. Ich erhoffe mir, und ich habe mir auch noch nicht so richtig angeguckt, was drin ist, dass wir hier vielleicht auch ein Puder drin haben, was ja Multi-Use ist, dass wir einen Primer drin haben, ein Setting Spray, eine Mascara, sowas wäre halt echt geil. Die hat ja auch zum Beispiel diese transparenten Augenbrauengele und natürlich, wunderschön, ja, die Lippenstifte. Das ist natürlich sehr weihnachtlich, ne? Das ist ein absolutes Weihnachtsrot. Finde ich schön, dass es hier mit drin enthalten ist. Das kann man auf jeden Fall in der Weihnachtszeit sehr gut gebrauchen. Und nein, wir haben hier auch bei den Schubladen keine Zahlen drauf. Das heißt, man kann da wildwest sich austoben. Direkt daneben habe ich jetzt dieses Sternenfächlein. Und dann schauen wir mal hinein. Hier drin haben wir auch in einer kleinen Größe den Pillow Talk Eyeliner. Ja, gut. Also, welche Farbe? Das ist dann ein Pillow Talk, ne? So ein sehr, sehr warmes, dunkles Braun befindet sich hier drin. Ne? Und das macht man sich dann halt um die Augen drum herum. Ja, also finde ich persönlich ein bisschen zu warm. Wenn ich das halt als Eyeliner verwende, sieht es bei mir etwas kränklich leider aus. Da hätte ich mir einen haselnussbrauneren oder einen kühleren Braunton gewünscht, aber es ist okay. Ah, guck mal, hier haben wir jetzt einen Klassiker drin enthalten und zwar ist es der Pillow Talk Lip Liner. Den habe ich hier auch gerade noch neben mir, glaube ich. Bist du Pillow Talk? Nee, du bist Lip Cheat, ne? Okay, nee, das ist der. Lip Cheat in der Farbe Pillow Talk, ne? Das ist meiner, der ist auch schon ein bisschen benutzt, den kann ich euch gleich mal swatchen. Auch das in der Travel Size, also bislang hatten wir keine einzige Originalgröße im Adventskalender. Das ist schon krass, muss ich sagen. Ich liebe diese Farbe. Das ist halt wirklich mein Lips but Better. Trage ich super gerne im Alltag. Halt, wenn ich nicht Adventskalender auspacke und rote Lippen trage oder wenn ich nicht grüne oder schwarze Lippen trage, dann trage ich gerne diesen Lip Liner. Und der ist wirklich, wirklich toll. Also der ist haltbar. Das ist eine extrem tolle, universelle Farbe. Mag ich sehr, sehr gerne leiden. Deswegen, also empfehlenswert und gut, dass es drin ist. Und es ist ja auch so ein Staple-Produkt von ihr. Aber die haben ja auch allerhand Neuheiten rausgebracht und bislang könnte ich auch einen Adventskalender vom letzten oder vorletzten Jahr hier quasi hinter mir stehen haben. Als nächstes habe ich hier einen Lippenstift drin enthalten. Da muss man bei dieser Art von Lippenstiften immer ein bisschen aufpassen. Du kannst sie hochdrehen, aber du kannst sie nicht wieder zurückdrehen. Und die sind so ein bisschen, dass sie quasi schmilzen, sobald sie mit Luft in Kontakt kommen, beziehungsweise mit der Hautwärme. Ne? Und das ist in der Farbe Pillow Talk und das ist aber eine Originalgröße, denke ich mal. So schaut er einmal aus und das ist halt so ein Zwischending zwischen Lippenstift und Lipgloss.
Schloss. Das ist ganz interessant, weil genau diese Textur wurde jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel von anderen Herstellern auch nachgeahmt. Den kann ich euch aber mal swatchen und dann seht ihr auch, was ich meine, ne? Und dreht ihn auch immer nur ein ganz, ganz kleines bisschen raus, weil der schmilzt jetzt halt. Und so könntet ihr sonst zu viel mit rausnehmen. Und jetzt seht ihr das ja auch direkt neben dem Lip Liner geswatcht, dass die Farbe halt richtig geil dazu passt, ne? Und hier sehen wir dann auch direkt so eine glossige Textur von dem hier so, ne? Das ist halt ganz, ganz zart und sehr hübsch. Und wie gesagt, man kann es nicht wieder zurückdrehen. Wir sind jetzt bei dem fünften Schublädchen. Man kann diesen Adventskalender zum Beispiel übrigens auch wirklich nur vom 1. bis 12. Dezember öffnen und sich dann nochmal einen zweiten 12er Adventskalender zum Beispiel von Douglas oder so holen. Oder man macht es so, dass man den vom 25. 12. bis zum 6.1. nimmt, weil das ist quasi die Zeit, wo die heiligen drei Könige davon erfahren haben, dass Jesus geboren wurde, bis dass sie dann halt auch dem Stern von Bethlehem gefolgt sind und dort angekommen sind. Genau, hier haben wir auch einen Klassiker drin enthalten, Charlotte's Magic Cream. Das ist auch eine kleine Größe mit 15 Millilitern und ich finde diese Gesichtscreme auch sehr, sehr nice. Ich mag sie sehr gerne und habe sie jetzt auch letztens sehr intensiv verwendet. Da habe ich dieses Jahr auch, kann ich euch im i verlinken, so ein komplettes Testvideo gemacht, eine Testphase, wo ich alles an Skincare von ihr mal ausprobiert habe, war sehr durchwachsen. Und ja, genau, die haben wir jetzt hier drin. Das war mit eins der Produkte, die ich am besten fand. Oh ja, wir sind wieder bei dekorativer Kosmetik angekommen und hier haben wir auch ein Setting Spray drin. Das dürfte auch eine Reisegröße sein und da haben wir 34 Milliliter drin. Das ist das Airbrush Flawless Setting Spray. Mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Leute mit öliger oder Mischhaut werden das nicht so gerne mögen, weil das tatsächlich auch eher so ein bisschen dewy Finish macht. Also es macht nicht mattiert oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich nachher sehr juicy im Gesicht und ich persönlich mag das sehr gerne. Ich mag auch diesen super feinen Sprühstoß. Eins meiner liebsten Setting Sprays ist das tatsächlich. Aber ja, das ist nicht unbedingt für jeden Hauttypen so geeignet. Ich mag's. Aber bislang wirklich nur Produkte, die jetzt nicht neu sind, ne? Okay, wir haben jetzt noch einen Lippenstift drin. Das ist jetzt der dritte Lippenstift schon, ne? Also Abwechslungsreichtum bei einem 12-Tage-Adventskalender hätte ich mir jetzt schon gewünscht. Der Klassiker in der Farbe Pillow Talk, ja, ist auch eine Reisegröße wieder, ne? Also wir haben jetzt hier wirklich dreimal das Bettgeflüster bei uns im Adventskalender. Es ist die beliebteste Farbe. Es ist ihr Aushängeschild okay, ne? Gehe ich auch definitiv fein mit. Aber Leute, das brauche ich doch echt nicht jetzt, also drei Lippenstifte und dreimal Pillow Talk ist irgendwie alles ein bisschen viel, ne? Macht die Welt doch ein bisschen bunter, liebe Charlotte. Aber auch hier haben wir wieder einen Klassiker drin in der nächsten Geschichte. Auch das eine Reisegröße, das Magic Serum, was ich persönlich auch sehr gerne mag. Da sind drin 8 Milliliter. Ich glaube, dass das ein Serum ist. Oh je, da muss ich nochmal recherchieren. Ich glaube, das war mit Niacinamiden oder so. Ich mag es auf jeden Fall. Für mich ein sehr, sehr angenehmes Serum. Damit komme ich sehr gut zurecht. Und ja, habe ich auch immer gerne verwendet. Verwende ich auch immer wieder. Und ja, deswegen würde ich mir jetzt, glaube ich, nicht unbedingt in Full Size nachkaufen. Aber wenn ich das jetzt hier zum Beispiel drin habe oder in Boxen, in anderen Adventskalendern, freue ich mich immer drüber, weil ich das halt einfach gerne mag. Und das bei mir halt auch wirklich eine schöne Strahlkraft ins Gesicht bringt und mein Teint halt besser aussehen lässt, sage ich mal. Jetzt haben wir mal so eine etwas Neuheit hier. Das ist der Glowgasm. Und den haben wir hier in der Farbe Pinkgasm. Und das dürfte eine Originalgröße sein. So schaut dieser Blushleiter einmal aus. Finde ich interessant. Ich habe den als matten Blush, glaube ich, ne? Aber wir swatchen den jetzt einfach mal, weil ich da sehr interessiert dran bin. Auch diese ganze Thematik hier mit diesem Puffelding und so, ich glaube, das kam auch von der lieben Charlotte, ne? Und wurde dann von anderen ein Stück weit adaptiert. Und das sieht sehr hübsch aus, sofern man Glowy Blushes mag. Da muss ich gucken, wie das auf meinem Gesicht wirkt und wie ich den dann mag, ne? Es sieht auch echt aus wie Pillow Talk. Man kann es nicht anders sagen. Wenn ich den so verblende, wird er sehr, sehr dezent. Also ich weiß nicht, wie der auf einer Medium-Skin-Haut, also auf Haut, genau, auf einer Medium-Haut aussieht. Ich bin ja super, super hell und da siehst du den ein bisschen. Muss man auch mal gucken, ob man den aufbauen kann oder so, ne? Ich weiß zum Beispiel, dass die liebe Nicole ja auch ein bisschen, ja, ein paar Shades dunkler ist als ich vom Hautton her. Aber ich sehe hier keinen krassen Glitzerschimmer oder so, der mich stören würde. Das wird ausprobiert. Aber wie gesagt, für Leute, die jetzt nicht unbedingt so eine blasse Wand sind wie ich, könnte das schwierig werden, weil das ist sehr, sehr dezent, ne? Aber es ist ein neues Produkt und das finde ich gut.
Was hingegen kein neues Produkt ist, ist diese Mascara. Die finde ich aber sehr, sehr gut. Ich hatte sie letztens nochmal da, aber jetzt mittlerweile habe ich sie nicht mehr da. Das ist die in der Super Black Farbe Pillow Talk Push-Up Lashes. Pillow Talk ist halt echt ihr Ding, ne? Also der ganze Adventskalender besteht aus Bettgeflüster. Und ja, das ist halt eine wunderschöne Gummibürste, die ganz verrückt aussieht. Das ist so viereckig, aber wie nennt sich diese Form, Leute, ne? Und hier haben wir das halt flach und hier an den Seiten hast du halt diese, sehr starren Borsten. Ich bekomme damit halt auch wirklich Wawawoom-Lashes hin und ich mag die sehr gerne, deswegen ist es für mich ein gutes Produkt hier drin. Hätte aber meiner Meinung nach hier sehr, sehr gerne in der Originalgröße drin sein können. Oder die neue Mascara von ihr. Warum machen die da nicht die Mascara rein? Das verstehe ich nicht, ne? Die haben doch dieses neue Produkt. Damit hätte man den Adventskalender doch noch ein bisschen schicker machen können. Oh, hier haben wir etwas Kritisches drin, muss ich wirklich sagen. Und zwar ist es der Glow Toner. Er ist in einer kleinen Größe drin enthalten, sodass man den mal ausprobieren kann. Ich habe ihn nicht vertragen. Für mich war der halt einfach zu intens. Hier sind nämlich Niacinamide mit dabei. 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Und ich verwende am liebsten einen Toner nach meiner Gesichtsreinigung und vor der darauf folgenden Gesichtspflege, der ein bisschen milder ist, die Haut beruhigt und einfach so sehr schweizmäßig ist. Halt, ne? Also wirklich chillig ist, nicht irgendwie krasse Wirkstoffe beinhaltet, weil hier musst du halt wirklich aufpassen. Verwende das bitte nicht zusammen mit manchen Produkten aus dem Charlotte Tilbury Sortiment, zum Beispiel mit der Augencreme, weil da ist Retinol drin, hier sind Niacinamide drin. Das hat bei mir, als ich das alles in Kombination verwendet habe, echt schlimm was angerichtet. Also ich hatte ein ganz, ganz schlimmes Gesicht. Ich habe da eben noch mit Melli drüber gesprochen, die war eben kurz zu Besuch und da habe ich auch gesagt, die Creme, die hat gemacht, dass meine kompletten Augenlider waren rot. Ne? Das war, die erste Hautschicht hat sich wirklich gelöst. Es war ganz, ganz schlimm. Und vor allem, wenn man das in Kombination mit dem Toner verwendet hat, war das nicht gut für meine Haut. Ne? Sehr sensible Haut, sehr spezielle Hautbedürfnisse offensichtlich. Da bleibe ich doch sehr, sehr gerne bei meinem Kooperationspartner des Herzens, Dalton. Dazu hier der Adventskalender verlinkt, gerade erst rausgekommen. Und diese Woche bekommt ihr auch noch mit Presale Claudi Rabatt. Dann kostet der Adventskalender nur noch 99,92 €. Und da sind echt coole Produkte drin enthalten. Also schaut da gerne mal im Video vorbei. Da zeige ich euch den kompletten Inhalt. Und der ist meiner Meinung nach wirklich gelungen. Und hier halte ich schon den Inhalt der letzten Schublade in meinen Händen und da drin haben wir etwas, was wir auch jedes Mal drin haben. Es ist super, es ist wirklich super. Das ist das Charlotte's Magic Lip Oil, das ist auch eine Originalgröße mit 8 Millilitern. Auch das ist sehr, sehr preisintensiv und das mochte ich auch in der Anwendung und ich habe es komplett aufgebraucht. Sehr, sehr gerne. Ein schönes Zwischending zwischen Lippenpflege und Lipgloss. Ich fand das auch sehr leicht auf den Lippen, sehr, sehr angenehm und das hat meine Lippen auch wirklich gepflegt und toll gemacht. Und deswegen, das Produkt allein für sich ist sehr, sehr schön, aber wir haben hier schon sehr viele Lippenprodukte drin enthalten. Das ist einfach ein bisschen zu viel, ne? Alle. Und wenn man sich jetzt überlegt, das war jetzt der Inhalt von dieser Beauty Chest, man erhofft sich ja wirklich als Fan von den Charlotte Tilbury Produkten, dass die mit der Beauty Chest halt echt nochmal einen raushauen, dass die hier Neuheiten reinmachen, dass die hier irgendwie den Kunden was zurückgeben, in Anführungsstrichen, oder eine Möglichkeit geben, richtig geile Produkte für einen niedrigeren Preis zu bekommen. Und ich finde, hier ist das Preis-Leistungs-Verhältnis halt wie jedes Jahr etwas schwierig unterwegs, denn wenn dir ein oder zwei Produkte nicht gefallen, dann hast du direkt ein Ei gelegt. Das ist jetzt auch blöd ausgedrückt gewesen. Dann hast du direkt... Ist blöd. Es ist ein schönes Teil, wenn man wirklich genau diese Produkte haben möchte. Und wenn man das vielleicht auch verschenken möchte und weiß, dass die Person, der man das halt schenkt, dass sie das so feiern würde, weil die sich das vielleicht explizit gewünscht hat oder so. Es ist jetzt aber nichts, womit man ein krasses Preis-Leistungs-Schnappverhältnis bekommt. Ja, du hast hier diesen Blush mit dabei, aber den kannst du dir auch so kaufen. Also, ne, weiß ich nicht. Also, ich finde die toll und deswegen hole ich mir die auch jedes Jahr aufs Neue und habe da auch irgendwie bis auf zwei, drei Produkte immer den gleichen Inhalt drin. Das ist echt so. Aber ich glaube, das ist halt wirklich nur was für richtige Fans. Oder man kennt Charlotte Tilbury oder man hat noch gar nichts von Charlotte Tilbury und möchte mal das ein oder andere ausprobieren, dann ist es halt auch gut geeignet, ne? Aber ist halt jetzt nicht mega krass neu gedönsten Kramsen drin. Das muss man halt einfach bedenken, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne eure Meinung zu der diesjährigen Beauty Chest in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen. Und ich bin auch sehr gespannt, was Nicole jetzt zu dem Inhalt sagt. Ich glaube, sie ist auch nicht so hin und weg, wie das bei mir halt der Fall ist. Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.